Weiter geht's bei Wuselgusel mit den Tieren Afrikas. Jagen bei den Löwen wirklich nur die Weibchen? Wieso gibt es Lemuren nur auf der Insel Madagaskar? Und wie bewachen Erdmännchen ihren Bau? Das erfahrt ihr jetzt. Hi-ja! Hi-ja! Wusel, Erdmännchen sind ganz harmlose Tiere. Noch! Hi-ja! Wie noch? Was hast denn du vor? Wusstest du, dass Wilderer in Afrika Jagd auf Tiere machen? Ja, leider, obwohl das strengstens verboten ist. Und du willst jetzt gegen die Wilderer kämpfen? Viel besser. Ich werde den Tieren Afrikas die Kunst der Selbstverteidigung beibringen. Die Erdmännchen werden mit meiner Technik zu Kampfmaschinen. Ja! Ey. Tja, die Wilderer schießen leider mit Gewehren auf die Tiere. Da reichen deine Selbstverteidigungstechniken nicht aus. Ha, ich hab's. Ich baue den Erdmännchen eine Laserkanone an. Wusel. Und dann haben sie eine, was? Na gut, dann überlege ich mir was anderes. Wilderei ist in Afrika ein großes Problem. Bedrohte und seltene Tiere werden gejagt und getötet. Elefanten zum Beispiel wegen ihrer Stoßzähne, denn die bestehen aus wertvollem Elfenbein. Zum Glück gibt es Nationalparks, in denen die Tiere geschützt sind. Ha, und dank mir sind die Tiere jetzt noch besser geschützt. Los, schieß noch mal so einen Ball auf mich ab. Bist du sicher? Mhm. Wie du willst. Ja. Achtung! Au! Nicht schlecht, oder? Das ist meine Anti-Wilderer-Kette 3001. Wow, das heißt, wenn sich ein Wilderer nähert oder schießt, dann... Au! Dann kann er dem Tier nichts mehr tun. Mitten in Afrika, hauptsächlich im Staat Tansania, liegt die Serengeti. Hier findet man viele der bekanntesten Tiere des Kontinents. Giraffen, Löwen, Elefanten, Zebras und Gnus. Die Hälfte der Serengeti ist ein Nationalpark. Hier dürfen Tiere nicht gejagt werden. Wir stellen euch drei Bewohner vor. Als erstes den König der Tiere, den Löwen. Man vermutet, dass es in Afrika nur noch ca. 23.000 Löwen gibt. Davon leben etwa 3.000 geschützt in der Serengeti. Die Bezeichnung König der Tiere bekamen Löwen wohl aufgrund der mächtigen Mähne der Männchen. Lange dachten Forscher, dass vor allem die Weibchen auf Jagd gehen, während die Männchen faul im Schatten liegen. Das stimmt aber nicht. Beide jagen nur anders. Die Weibchen gemeinsam und die Männchen nutzen Büsche und Sträucher, um sich alleine versteckt anzuschleichen. Rivalen der Löwen sind die Hyänen, denn sie ernähren sich von derselben Beute. Sie sind also Fleischfresser. Aber es stimmt nicht, dass alle Hyänen nur das fressen, was andere zurücklassen. Tüpfelhyänen jagen ihre Beute auch selbst. Was auffällt, Hyänen haben längere Vorder- als Hinterbeine. Das hat einen praktischen Grund. Sie schleppen große Beutestücke oft über mehrere Kilometer in den Bau. Und wenn man vorne höher ist, kann man alles viel besser tragen. Ebenfalls in der Serengeti zu Hause sind die Oryx-Antilopen. Und die haben einen tollen Trick drauf, um mit der Hitze klarzukommen. Sie sind in der Lage, ihre Körpertemperatur auf bis zu 45 Grad zu erhöhen. Normal für andere Säugetierarten sind 38 Grad. Dadurch schwitzen sie nicht so stark und können viel länger nach Futter suchen, während andere Tiere es nur im Schatten aushalten. Wusel möchte alle Tiere Afrikas mit seiner Anti-Wilderer-Kette 3001 ausstatten. Passt mal auf. Oh. Oh. Du hast doch gar nicht gesagt, wie gut dir meine Idee gefällt. Ja, ich finde es toll, dass du den Tieren in Afrika helfen willst. Aber? Aber wie willst du denn bitte deine Anti-Wilderer-Kette einem hungrigen Löwen umlegen? Na, um den Hals. Ohne gefressen zu werden. Ach so. Oder wie machst du das bei einem wütenden Elefanten? Das könnte gefährlich werden. Aber dafür gibt's bestimmt eine Lösung. Elefanten sind sehr intelligente und friedliche Tiere. Wenn sie sich aber bedroht fühlen oder ihre Kinder beschützen wollen, dann kann es schon mal sein, dass sie einen Menschen angreifen. Wusel, was
Was trinkst du denn da? Mein Elefantenelixier 3001. Ich verwandle mich nun in einen wütenden Elefanten. Und dann findest du heraus, wie du mir diese Anti-Wilderer-Kette um den Hals... Man nennt sie die Wächter der Wüste. Natürlich bewachen sie nicht die ganze Wüste, sondern nur ihren Bau, die Erdmännchen. Darin leben bis zu 30 Tiere zusammen. So eine Gruppe besteht auch aus Weibchen, trotzdem lautet ihr Name Erdmännchen. Ihre Heimat ist der Süden Afrikas. Dort leben sie in der Savanne, so heißt die halbtrockene Gras- und Baumlandschaft. Erdmännchen haben ein geniales System entwickelt, um sich selbst und ihr Zuhause vor Feinden zu beschützen. Beim Wacheschieben wechseln sie sich ab. Die Tiere, die mit Bewachen an der Reihe sind, suchen sich gerne einen erhöhten Punkt, von dem sie eine gute Aussicht haben. Gefahr in Sicht bedeutet Alarm. Jetzt geht es um Leben und Tod. Gerade noch mal gut gegangen. Und wer lange Wache steht, der kann auch schon mal müde werden. Sind Erdmännchen hungrig, kennen sie keine Angst. Denn neben Insekten und Spinnen stehen auch giftige Schlangen und Skorpione auf dem Speiseplan. Das Gift kann den Erdmännchen nichts anhaben. Nur der Stachel piekt mal im Mund und muss schnell wieder raus. Und nach der Aufregung hat man sich ein kleines Nickerchen mit Mama verdient. Wusel hat sich in einen wütenden Elefanten verwandelt und ich soll ihm die Anti-Wilder-Rakette 3001 umhängen. Viele Menschen glauben ja, dass Elefanten fürchterliche Angst vor Mäusen haben. Das ist zwar falsch, aber Wusel weiß das ganz bestimmt nicht. Da, da, die Maus. Oh, oh, ich glaube, das mit der Maus klappt nicht. Vor der südöstlichen Küste Afrikas liegt die Insel Madagaskar. Vor über 100 Millionen Jahren hat sie sich von Afrika abgespalten. Und deshalb gibt es hier Tiere, die es sonst nirgendwo gibt. Zum Beispiel das kleinste Chamäleon der Welt mit gerade mal 3 cm Länge. Oder die faszinierenden Larven der rosa Schmetterlingszikaden, einem Insekt. Und die Lemuren. Die gehören zu den Feuchtnasenaffen. Ihr Name bedeutet so viel wie Schattengeister. Denn sie sind nachtaktiv. Und es kann schon unheimlich aussehen, wenn einem im Licht der Taschenlampe die großen Augen der Tiere anstarren. Doch das täuscht. Lemuren sind sehr friedlich. Eine Lemurenart sind die Mausmakis. Sie werden nur zwischen 9 und 15 cm lang und gehören somit zu den kleinsten Affen der Welt. Sie ernähren sich hauptsächlich von Früchten und Insekten. Wenn das Futter knapp wird oder eine Trockenzeit einsetzt, dann haben die Mausmakis einen ganz tollen Trick. Sie verfallen in eine Starre, Torpor genannt. Dabei senken sie die Körpertemperatur und verlangsamen ihren Herzschlag. So sparen sie Energie. Diese Starre dauert manchmal nur über Nacht, kann aber auch 2 Wochen gehen. Eine andere Lemurenart sind die Katas. Sie leben in Gruppen von 20 bis 30 Tieren zusammen. Auffällig ist der lange Schwanz. Den benutzen sie zum Klettern, aber er hat noch eine andere Funktion. Katas verbringen ziemlich viel Zeit auf dem Boden und gehen manchmal auch durch hohes Gras. Da könnte man sich schnell verlieren. Doch die Tiere stellen den Schwanz wie eine Signalfahne auf, die über das Gras hinaus zeigt. Katterjungen leben die ersten Wochen auf dem Rücken der Mutter. Die muss sie dann den ganzen Tag durch die Gegend schleppen. Wusel, sag mal, glaubst du immer noch, dass deine Anti-Wilderer-Kette die Lösung ist, um auch nur ein einziges Tier in Afrika zu schützen? Eins? Alle! Selbst wenn du es schaffst, die Kette den Tieren umzuhängen,
was ist zum Beispiel bei einer Giraffenmama? Ja, was ist dann? Naja, was ist, wenn das Baby bei seiner Mutter trinken möchte? Na, kriegt das Giraffenbaby dann auch ein... Ja, daran arbeite ich doch gerade. Wirst du gleich sehen. Na gut. Also, bei den Löwen jagen Weibchen und Männchen. Erdmännchen wechseln sich beim Bewachen ab und in Nationalparks versucht man, die Tiere zu schützen. Und meine Anti-Wilder-Rakete 3001 wird dabei helfen. Sie kann nun zwischen Freund und Feind unterscheiden. Probieren wir es gleich mal aus. Zeig doch mal, dass du mich magst. Wie denn? Na, wie wohl? Du könntest sowas sagen wie, ich hab dich lieb, Wusel. Ach. Na los, für die Wissenschaft. Ich hab dich lieb, Wusel. Oh. Wusel, wie lange muss ich dich denn lieb haben? Naja, so in 3 bis 4 Tagen sind die Batterien dann alle. So, jetzt habt ihr aber genug Videos gesehen, oder? Was? Ihr wollt noch mehr? Aber es ist doch schon so spät. Solltet ihr nicht langsam schlafen? Moment. Ja. Ihr werdet müde. Ganz müde. Noch müder. Warum schlaft ihr denn nicht ein? Ihr müsst doch auf das Ding hier gucken und dann... Ach, René. Ich muss jetzt erstmal ein Nickerchen machen, glaube ich. Ihr könnt ja noch ein Video gucken.